herzlich willkommen dann auch von mir. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Darf mich meiner Vorstandskollegin anschließen und will Ihnen sozusagen als Vorprogramm vor dem Film ein paar Informationen geben über die Erkrankung Schizophrenie, die viele umtreibt und die uns im ZI, auch wie Sie sehen werden, besonders beschäftigt. Die Geschichte dieses Namens Schizophrenie ist schon relativ alt. Der erste, der sich damit mit bleibender Wirkung beschäftigt hat, ist hier Emil Kraepelin, jemand, der in Heidelberg lange gearbeitet hat, dann in München und der viele von den Patienten, die wir hier redeten, identifiziert hat mit einem etwas negativen Gesichtspunkt, nämlich als eine Gruppe von Patienten, deren Verlauf schlecht war, im Sinne, dass sie zu seiner Zeit nicht wieder wirklich gesund wurden, es nicht aus dem Krankenhaus raus schafften. Der hatte also einen etwas trüben Blick auf diese Patienten, der nannte die Erkrankung Dementia praecox oder vorzeitige Demenz, weil das junge Leute trifft, wie wir noch sehen werden, aber dann eben schwer verläuft. Und dann hat man diese Leute eine ganze Zeit lang beobachtet und der nächste, der da einen Fortschritt gemacht hat, bitte nochmal zurück, er hier Eugen Bleuler, das ist der, der den Namen Schizophrenie geprägt hat, vor jetzt etwa 100 Jahren. Eugen Bleuler war ein Schweizer Psychiater, der sehr stark von Sigmund Freud und der Tiefenpsychologie beeinflusst war und seine Idee war, dass bei der Schizophrenie viele Dinge in der Seele, die normalerweise harmonisch zusammenarbeiten, nicht mehr harmonisch zusammenarbeiten oder auseinanderfallen und das wollte er mit diesem Begriff Schizophrenie, Schizo heißt gespalten, also gespaltene Seele oder Spaltungsirresein ausdrücken. Das ist ein sehr missverständlicher Begriff. Die meisten Leute können damit nicht so sehr viel anfangen. Viele Leute meinen, dass sowas ähnliches wie multiple Persönlichkeiten. Da gibt es auch Filme zu Psycho, Norman Bates, aber das ist eine ganz andere Erkrankung als die, von der wir jetzt reden. Und heute sind wir eigentlich ein Stück weit weg von solchen theoretischen Ansätzen und versuchen eher die Erkrankung so zu diagnostizieren, dass Leute zu der gleichen Diagnose kommen, unabhängig davon, was für theoretische Vorstellungen sie damit verbinden. Und das ist das momentan in Deutschland verwendete Diagnoseschema, sogenannte ICD-10, sehr stark formalisiert. Brauchen sich auch nicht alles durchzulesen, aber die typischen Symptome der Schizophrenie sind da drauf. Dazu gehört, dass Halluzinationen, insbesondere das Hören von Stimmen, dazu gehört Wahn, also bizarre Vorstellungen, wie verfolgt zu werden, bedroht zu werden, das, was gegen einen vorgeht, an denen unkorrigierbar festgehalten wird, Änderungen des Denkens, bizarre Änderungen des Verhaltens, das sind alles so typische Symptome, die auch in der Laienwelt so mit der Idee von jemand, der verrückt ist, in Beziehung gebracht werden, was leider ein Grund dafür ist, dass Patienten mit Schizophrenie auch zu den am meisten stigmatisierten Erkrankungsgruppen gehören. Aber es ist die größte soziale Distanz zwischen Patienten mit Schizophrenie und der Bevölkerung und das führt dann häufig und der Film wird beides zeigen, denke ich, also diese sozialen Probleme, die das macht, aber eben auch diese Symptome zu Schwierigkeiten im täglichen Leben. Diese Symptome, von denen ich gerade sprach, waren Halluzinationen, desorganisiertes Verhalten, das sind mit Abstand die eindrucksvollsten Symptome, das ist das, wonach die Diagnose auch meistens gestellt wird. Das sind aber interessanterweise nicht die Symptome, die unserem Patienten die meisten Schwierigkeiten machen. Die Schwierigkeiten unserer Patienten kommen im Wesentlichen von einer Gruppe von Symptomen, die man Negativsymptome nennt. Damit meint man Dinge, die normalerweise da sind und die bei diesen Patienten nicht mehr so funktionieren wie früher bei ihnen oder wie bei jemandem, der die Erkrankung nicht hat. So Dinge wie Apathie, sozialer Rückzug, die Freude an sozialen Interaktionen nimmt ab, die Fähigkeit aufzustehen, Tag durchzuhalten, das nimmt ab und das führt dazu, dass insbesondere soziale und berufliche Leistungseinbußen dann bezogen auf diese Symptome sehr hartnäckig sein können, also nicht zur Arbeit gehen können, aus dem Berufsleben rauszufallen. Das sieht im Verlauf dann so aus, es gibt eine Gruppe von ungefähr 1/4 der Patienten, die haben nur einmal so eine Episode
und dann nie wieder was. Das sind eigentlich Leute, das ist jetzt kein großes Problem, muss man diese eine Episode behandeln. Bei denen besteht kein großes Problem, da gibt es eine relativ große Gruppe, die haben immer mal wieder so eine Episode und bei denen muss dann auch immer mal wieder eine Behandlung in der Episode her. Zwischendurch sind die aber nicht beeinträchtigt. Diese beiden Gruppen haben durch die Schizophrenie zwar häufig eine Menge Ärger, aber keine bleibenden Probleme. Aber dann gibt es eine Gruppe hier, die da unten, bei denen zwischen den Episoden die Erkrankung nicht wieder ganz abklingt oder sogar noch zunimmt. Und diese zunehmenden Zustände, die immer da sind, das sind die Gruppe von Erkrankten, die wirklich mit ihrer Erkrankung leben lernen müssen und größere Schwierigkeiten oft haben im Berufsleben und in ihren sozialen Bezügen. Das führt dazu, dass die Schizophrenie, obwohl sie nicht so sehr häufig ist, das sind ungefähr nur 1% der Bevölkerung, einer von 100, unheimlich großen Impact hat, unheimlich großen Effekt hat auf das Gesundheitssystem. Hier sind mal Kosten abgebildet. Schizophrenie kostet in Europa jedes Jahr mehr als 100.000 Millionen Euro. Also es ist schon wirklich eine enorm große Summe, die diese Erkrankung kostet, als Ausdruck der Tatsache, wie schwerwiegend diese Erkrankung häufig auch ist, ähnlich wie andere Erkrankungen wie Depressionen, Angsterkrankungen, die viel, viel häufiger sind, die um das Zehnfache mehr der Bevölkerung betreffen. Die Behandlung der Schizophrenie hat im Prinzip zwei oder drei, je nachdem wie man sieht, Dinge, die immer sein müssen. Es muss nahezu immer eine medikamentöse Behandlung sein. Da gibt es eine Gruppe von Medikamenten, die sogenannten Antipsychotika, zu denen ich gleich noch ein bisschen mehr sagen werde, mit der diese Behandlung durchgeführt wird. Und zwar, wir wissen aus einer langen Reihe von Untersuchungen, dass das so schnell wie möglich sein muss. Je länger man wartet mit der Behandlung mit Antipsychotika, umso schlechter ist nicht nur die momentane Episode, sondern umso schlechter ist der Langzeitverlauf. Also es gibt ein ganz großes Bemühen, also ähnlich wie man einen Schlaganfall schnell behandeln möchte, auch die Psychose rasch zu behandeln. Die Medikamente haben Nebenwirkungen und werden auch häufig von den Patienten nicht so gerne genommen. Das bedeutet, dass wir immer die niedrigst wirksame Dosis davon wählen müssen und die Medikamente nur so lange geben, wie sie nötig sind. Sie sind häufig länger nötig, insbesondere bei den Patienten, bei denen die Erkrankung lange wirkt. Aber wir machen jetzt auch zunehmend häufig bei einer guten Beziehung zwischen Patienten und Therapeuten eine sogenannte Intervalltherapie. Das heißt also nach einer Episode die Medikamente immer ausschleichen. Nur Medikamente sind nicht sinnvoll. In der psychiatrischen Behandlung immer und bei der Schizophrenie sowieso gehört die Psychotherapie mit dazu. Bei der Schizophrenie ist das Wichtigste erstmal, dass man sich auf ein Krankheitskonzept einigt. Also was habe ich eigentlich für eine Erkrankung? Wie kommt das? Informationsvermittlung, Psychoedukation, wie wir auch sagen. Und daraus sollte eine therapeutische Allianz erwachsen. Also dass ich zusammen mit meinem Patienten, mit meinem Klienten ein Arbeitsbündnis habe, in dem wir die Vorstellung umsetzen, wie mit der Erkrankung umgegangen werden muss. Wenn man das nicht hat, dann haben wir große Schwierigkeiten in dem, was wir Adhärenz nennen, also ob die Patienten die Therapie durchführen. Und wir sind dann auch häufig einfach in einer Situation, wo wir nicht zueinander kommen, dann sind die Verläufe auch schlechter. Wir wissen auch, dass es wichtig ist, an den familiären Interaktionen zu arbeiten. Ganz viele der Patienten sind, wenn sie das erste Mal krank werden, noch in der Familie, sind Jugendliche oder junge Erwachsene. Und man weiß, dass bestimmte Arten von Interaktionen in der Familie schlecht sind für Patienten mit Psychose. Und das trainieren wir mit den Familien. Und dann gehören als dritter Arm dazu die berufliche Wiedereingliederung, Soziotherapie, also Arbeiten an der Arbeitsfähigkeit, solche Dinge. Diesen Behandlungen sind festgelegt in sogenannten Leitlinien, wo also im Prinzip alle Stakeholder von Patienten über Psychiater, Psychologen sich zusammensetzen und hier so Praxisleitlinien formulieren. Das ZI arbeitet an denen auch mit. Das ist die Schizophrenie-Leitlinie, die Sie sich auch im Internet runterladen können und dem, was ich Ihnen jetzt so sage, auch entspricht. Das sind ein paar von diesen Medikamenten, die man geben kann. Komplizierte Moleküle, die wir jetzt schon auch schon einige Jahre kennen, die wirken auf einen Neurotransmitter namens Dopamin. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Die Funktion dieses Neurotransmitters Dopamin im Gehirn ist in erster Näherung, dass es ein Signal für
Dinge sind, die wichtig sind in meiner Umgebung. Also wann immer was wichtig ist, also ich erwarte eine Belohnung, ich sehe jemanden, den ich kenne oder ich muss auf was achten, dann gibt es im Gehirn eine kleine Ausschüttung von diesem Neurotransmitter Dopamin. Auf diese Weise kann ich auf das achten, was in der Umgebung für mein Lernen, für meine täglichen Verrichtungen wichtig ist. Bei der Schizophrenie ist es jetzt so, dass diese Belohnungs- und Wichtigkeitssignale chaotisch zu viel vorkommen. Also über den ganzen Tag hinweg haben die Patienten den Eindruck, irgendwas geht vor, irgendwas ist wichtig, aber da ist gar nichts. Ja, und auf diese Art von Dysregulation von diesem System reagiert man dann zum Beispiel mit dem Wahn, weil ich immer so dahin gucke, weil ich den Eindruck habe, da ist was los, aber da ist eigentlich nichts los, aber irgendwann mache ich mir einen Reim daraus und denke, okay, vielleicht haben diese Leute über mich gesprochen und vielleicht ist da doch irgendwas gegen mich im Gange. Und die Medikamente blockieren diese Dopaminausschüttung. Das führt dann dazu, dass diese Wahnsymptome, Halluzinationen wieder zurückgehen können. Das hat enorm positive Effekte gehabt. Das ist gar nicht zu bestreiten. Und also ganz viele Leute kennen einfach keine Zeit mehr ohne Medikamente. Aber hier hat man mal geguckt, das sind die Einführung der Medikamente hier in Gelb. Und das sind die Anzahl von Zwangsmaßnahmen, also Patienten, die man gegen ihren Willen behandeln muss, die in der Institution sein wollen, obwohl sie das nicht wollen. Das ist dramatischst zurückgegangen, parallel mit der Gabe dieser Medikamente. Also Medikamente sind bei allen Schwierigkeiten, die sie haben, eine der zentralen Voraussetzungen dafür, dass Patienten mit Schizophrenie jetzt in aller Regel in der Gemeinde, in der Teilhabe sein können und nicht in der Institution, in der grünen Wiese draußen vor der Stadt, wo da, wie das in den 50er Jahren und davor tatsächlich noch war. Aber wir wollen die Behandlung natürlich verbessern. Ja, also die Behandlung ist nicht zufriedenstellend. Wir wollen neue Medikamente finden und wir wollten, ich sagte es schon, die Patienten auch früher erwischen. Und da kommt uns etwas zu Pass, dass wir nämlich wissen, die Erkrankung beginnt normalerweise mit einer ersten psychotischen Episode, so im späten Jugendalter, in der ersten, zweiten, dritten Lebensdekade. Aber es geht den Patienten schon vorher nicht gut. Die haben vorher häufig schon sogenannte Vorpostensymptome, in denen sie zwar noch keine Halluzinationen haben und keinen Wahn, aber schon sozialen Rückzug, Apathien, Leistungsknick haben. Und da in diese Phase wollen wir, wenn es geht, rein. Wir haben am ZI dafür eine spezielle Ambulanz, wo solche Patienten sich vorstellen können. Die kommen meistens eigenmotiviert, einfach um zu gucken, was mit ihnen los ist. Und wir hoffen, dass wir dann in diesem sogenannten Prodromalzustand dann besser behandelt werden können. Und das Zentralinstitut ist nicht nur eine Klinik, sondern auch ein Forschungsinstitut. Die Frage ist jetzt, wie kann ich diese frühe Behandlung oder vielleicht sogar die Prävention wissenschaftlich unterfüttern? Und das machen wir insofern, dass wir jetzt gucken, wir behandeln unsere Patienten, aber wir versuchen herauszufinden, was liegt in der Erkrankung eigentlich ursächlich zugrunde. Das sind bei jeder Erkrankung in unterschiedlichen Ausmaß genetische und Umweltfaktoren. Es gibt Erkrankungen, die sind ganz überwiegend umweltbedingt. Dazu gehören beispielsweise Depressionen und Angsterkrankungen. Und es gibt Erkrankungen, die sind sehr überwiegend genetisch bedingt. Dazu gehört auch die Schizophrenie, so ungefähr 60-80%. Das kann man durch Zwillingsstudien abschätzen. Das Risiko ist erblich, was aber nicht heißt, dass es jetzt so ein Gen gibt. Und das wird jetzt in der Familie weitergegeben. Aber wie wir sehen werden, können wir aus den Genen einige lernen und daneben kennen wir auch eine ganze Reihe von Umweltrisikofaktoren, die das Risiko für die Schizophrenie hochsetzen. Früher, insbesondere in den 60er Jahren, gab es so eine sehr unerfreuliche Tendenz, insbesondere den Müttern vorzuwerfen, dass die irgendwie an der Schizophrenie schuld wären. Das ist die sogenannte schizophrenogene Mutter. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Angehörigen, die von diesem Unfug noch traumatisiert worden sind. Das ist aber eindeutig nicht der Fall. Also der elterliche Erziehungsstil ist keiner von den Umweltfaktoren, die da eine Rolle spielen. Vielleicht gucken wir uns erstmal die Gene an. Gene, die mit der Schizophrenie was zu tun haben, kennen wir inzwischen eine ganze Menge. Also wir kennen schon nahezu 200 Gene, von denen wir wissen, dass sie das Risiko für die Schizophrenie erhöhen. Die malt man hier einen sogenannten Manhattan-Plot auf. Das ist das gesamte Genom als Linie und alles, was hier über dieser roten Linie ist, ist in diesem Sinne ein Schizophrenie-Gen. Das verwende ich jetzt nicht, um genetisch zu testen. Das ist nicht sinnvoll. Aber ich verwende das, um aus den Genen
rauszufinden, was für neue therapeutische Beeinflussungsmöglichkeiten wir haben. Gene, das werden Sie sich erinnern, wirken zunächst mal auf Zellen und das bedeutet in der Psychiatrie auf Nervenzellen, auf Gehirn. Und eine Sache, die am ZI sehr erfreulich ist, dass wir durch eine großzügige Stiftung von Herrn Hector, den wir hier sehen, jetzt die Möglichkeit haben, bei jedem unserer Patienten oder auch bei Normalprobanden aus einer Blutprobe oder bei kleinen Kindern machen wir es auch mal aus dem Haar, das wir rausnehmen, Zellen umzuprogrammieren in Nervenzellen. Das heißt, wir können dann Nervenzellen züchten und in diesen Nervenzellen dann gucken, wie die beispielsweise basierend auf bestimmten genetischen Veränderungen auf neue Medikamente ansprechen. Das ist eine Sache, die wir sehr spannend finden. Das ist ein bisschen in der Onkologie, in der Krebsforschung. Da hatten wir immer schon die Möglichkeit, Krebsgewebe auch zu untersuchen. Und in der Psychiatrie hatten wir diese Möglichkeit noch nie. Und wir denken, dass das einen ganz wesentlichen Fortschritt bringen wird in der Entdeckung neuer Medikamente. Aber auch jetzt schon wissen wir einige neue Ziele der Therapie aufgrund unserer Ergebnisse in der Genetik. Man kann nämlich sehen, dass eine ganze Gruppe von Genen beispielsweise entzündliche Veränderungen regulieren. Das sind also Gene, die haben was zu tun mit einer Entzündung. Und in der Tat wissen wir inzwischen, dass es eine Untergruppe von Patienten gibt, bei denen eine chronische Entzündung vorzuliegen scheint. Es gibt eine ganze Gruppe von Patienten, bei denen die sogenannte Plastizität der Nervenzellen, also die Art und Weise, wie die Nervenzellen reagieren auf Veränderungen der Umwelt, sich ändern. Und nächstes Dia bitte. Wir haben einen Forschungsverbund, den ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte, der vom ZI aus koordiniert hat, in dem insgesamt 8 Universitätskliniken teilnehmen im Rahmen des sogenannten Forschungsnetzes zu psychischer Erkrankung, in denen wir versuchen, neue Therapieverfahren bei unseren Patienten zu etablieren, die auf diesen neuen Ergebnissen beruhen. Dazu gehört diese Substanz, N-Acetylcystein. Das ist ein Medikament, was sehr gut verträglich ist, was manche von Ihnen kennen, weil das so in Hustenschleimlösern drin ist, NAC. Aber diese Substanz hat tatsächlich eine Schutzwirkung, eine neuroprotektive Wirkung auf das Gehirn, bezogen auf entzündliche Veränderungen. Ja, und wir prüfen im Rahmen dieser Studie, ob eine Gabe von N-Acetylcystein bei Patienten im Prodrom, also denen es schon schlecht geht, aber bei denen die Psychose noch nicht ausgebrochen ist, das Ausbrechen der Psychose verhindern kann. Wir haben noch ein spannendes Medikament, das wir in dieser Studie prüfen. Das kommt, ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aus der Cannabispflanze. Ja, wir kennen Cannabis ja eher als was, was einen psychotisch macht. Ja, das ist eine Substanz, die in Cannabis drin ist, sogenannte THC oder Tetrahydrocannabinol. Das ist die psychotisch machende Substanz im Cannabis. Und was wenige Leute wissen, ist, dass aber in der gleichen Pflanze auch eine Substanz drin ist, die Psychose hemmt, die ein Antipsychotikum, pflanzliches Antipsychotikum ist, das ist das Cannabidiol. Das Verhältnis von diesen beiden Substanzen reguliert ein bisschen, wie psychotisch eine bestimmte Art von Cannabis wirkt. Früher war Cannabidiol und THC ungefähr im Gleichgewicht, aber in den letzten 20 Jahren hat sich das sehr verschoben und es ist immer mehr von diesem psychotisch machenden THC drin, sodass heute gebrauchtes Cannabis viel, viel stärker im schlechten Sinne wirkt, als das früher der Fall war. Aber wir können diese Substanz Cannabidiol extrahieren und prüfen die in dieser Studie, ob die bei Patienten mit der Psychose noch eine zusätzliche Verbesserung bringt. Und, das sollte man auch nicht glauben, ist inzwischen aber wirklich gut belegt, man kann auch mit Strom, den man durch das Gehirn leitet, die Denkfähigkeit verbessern. Das ist erstaunlich simpel. Das ist im Prinzip nur eine Batterie, 2 Elektroden, links und rechts hier vorne, können Sie einen leichten Strom durchleiten. Und inzwischen wissen wir relativ gut, dass das die Merkfähigkeiten, einige kognitive Funktionen verbessern. Tut auch nicht weh, kribbelt noch nur ein bisschen. Da gewöhnt man sich aber relativ rasch dann. Und diese sogenannte Gleichstromstimulation testen wir zusammen mit einem Training der Gedächtnisfunktionen bei Patienten mit der Schizophrenie. Übrigens bitte nicht zu Hause mit einer Autobatterie ausprobieren. Es ist sehr wichtig, dass Sie wissen, wie Plus und Minus sind. Wenn Sie es falsch rummachen, dann haben Sie leider auch den entgegengesetzten Effekt.
So viel vielleicht zu den Genen und neuen Therapien. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch was erzählen zu Umweltrisikofaktoren und neuen Therapien. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn wir schauen wollen, wie können wir Psychosen sogar überhaupt vielleicht vermeiden. Dann würden wir vielleicht eher an den Umweltfaktoren arbeiten. Und es gibt eine ganze Reihe von Umweltfaktoren, Stadtumgebungen, die ein paar sehen Sie hier, von denen wir denken, dass die was zu tun haben. Einmal weiter bitte. Mit spezifischen Formen von sozialen Stress. Und wir gucken uns an, wie das Gehirn von Patienten mit diesen Arten von sozialen Stress umgehen. Ich möchte mal ein Beispiel zeigen, was durchaus mit der Geschichte unseres Instituts und der Geschichte von Mannheim auch ein bisschen was zu tun hat. Und das ist die Stadtgeburt. Man hat erstmals, das ist jetzt auch schon lange Jahre her, über 80 Jahre her, in den USA entdeckt, dass Stadtbewohner ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen haben. Und zwar je größer die Stadt ist und je mehr ich in die Stadt reingehe, umso mehr Patienten mit psychischen Erkrankungen finde ich. Und für die Schizophrenie ist der Befund besonders eindrucksvoll. Man weiß, dass wenn ich in der Stadt geboren worden bin, dann ist das Risiko für Schizophrenie um 300% erhöht, also um das Dreifache erhöht. Das ist viel größere Risikoerhöhung als für die meisten von diesen Genen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Mit der Geschichte Mannheims hat das insofern was zu tun, als die erste deutsche Untersuchung zu diesem Thema in Mannheim war, 1965. Also wer Mannheimer wissen, hier sind die Quadrate, ne, tiefschwarz, da gibt es die meisten psychisch Erkrankten. Und dieser Autor hier, Heinz Häfner, ist der Gründer des Zentralinstituts. Ja, und das war eine der Überlegungen, warum das Zentralinstitut jetzt hier in den Quadraten ist, weil die Ambition unseres Instituts ist, dort zu sein, wo die Menschen auch wohnen und wo sie auch behandelt werden sollen. Also eben nicht eine Institution draußen auf der grünen Wiese zu sein, sondern eine Institution in der Mitte der Stadt. Aber der Befund selber bleibt natürlich ein Stück weit rätselhaft. Was ist es denn eigentlich in der Stadt, was einen krank macht, psychisch krank macht? Viele Leute gehen davon aus, dass das was mit sozialem Stress zu tun hat. Da kann man jetzt moderne Methoden, beispielsweise der Bildgebung, in denen ich mir das Gehirn von Patienten angucke, während beispielsweise sozialen Stress, das ist, was wir hier sehen, das ist ein Experiment, das wir am ZI gemacht haben, in dem wir Patienten und Probanden gestresst haben, natürlich mit ihrer Einwilligung. Wir haben ihnen vorher gesagt, dass wir sie gerne stressen möchten. Wir haben sie dabei auch gut beobachtet und wir können dann im Gehirn gucken, welche Hirnareale auf sozialen Stress reagieren. Und haben dann gefunden, nächstes Dia bitte, dass es eine bestimmte Hirnregion gibt, die auf sozialen Stress in Abhängigkeit davon reagiert, wo ich geboren worden bin. Also wenn ich in Mannheim geboren worden bin, dann reagiert diese Region sehr stark. Und wenn ich, sagen wir mal, im Odenwald geboren worden, im tiefen, platten Land, dann reagiert diese Region nur sehr schwach. Ja, und das ist, glauben wir, jetzt eine Hirnregion, die tatsächlich was zu tun hat mit dem Risiko Stadt versus Land. Jetzt natürlich die Frage, okay, kann ich diesen Befund nutzen, um tatsächlich was zu ändern an den Lebensbezügen in der Stadt? Das ist tatsächlich was wir gerne versuchen möchten. Wir versuchen, Städte besser für die psychische Gesundheit zu strukturieren. Und wenn man das machen will, dann man guckt auf so eine Stadt von oben, das ist jetzt Köln und nicht Mannheim, aber die Logik gilt dennoch, dann sind es natürlich ganz viele Faktoren, die in Städten unterschiedlich vom Landleben sind. Also soziale Faktoren, aber auch so Dinge wie Grünflächen oder Lärm oder Pendeln, Toxine, Lichtverschmutzung, es gibt alle möglichen Dinge, die unterschiedlich sind zwischen Mannheim und Odenwald. Und die Frage ist jetzt, welche von denen sind relevant und welche nicht? Dazu führen wir mit vielen Kooperationspartnern seit einigen Jahren in Mannheim die sogenannte PEZ-Studie durch, in der wir Folgendes machen. Wir geben den Leuten ein Smartphone und können sie damit in der Stadt verfolgen. Also während die an dem Versuch teilnehmen, wissen wir immer, okay, ich bin jetzt hier in K2 und dann bin ich dann vielleicht im nächsten Schritt dann in Schriesheim, kann das verfolgen. Und die Kollegen
von diesem Institut hier in Heidelberg haben uns Karten unserer Region gemacht von allen Dingen, von denen wir denken, dass die für die Gesundheit relevant sein können. Also wir haben Karten zum Beispiel von Grünflächen oder Luftverschmutzung oder wie laut es ist, wie viel Verkehr ist, aber auch so Dinge wie ethnische Zusammensetzung, Einkommen, sozioökonomischer Status. Also wir wissen, wo die Leute sind und wir wissen, was da los ist. Und dann mehrfach am Tage vibriert dieses Telefon und wir fragen den Leuten, wie es ihnen geht im Prinzip. Wie ist die Stimmung? Auch so ein bisschen nach Psychose fragen, sind sie misstrauisch, geht was vor? Und sammeln also Informationen darüber, wo geht es den Leuten wie, in welchem Kontext. Und nachher bringen wir die Leute ins ZI und machen dieses Experiment mit dem Gehirn, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, und fragen dann, welche von diesen Erfahrungen in der Stadt haben was zu tun mit dem Erkrankungsrisiko, das wir im Gehirn dann ja messen können. Nächstes bitte. Können wir therapeutisch jetzt schon in der Umwelt was machen? Können wir. Ja, und wir bieten im Rahmen der Esprit-Studie schon mal 2 Studien an. Das eine ist Sport. Sport ist richtig gut für das Gehirn. Das sollte man gar nicht glauben. Also man denkt vielleicht immer, Sport ist im Wesentlichen gut für meinen anderen Körper und für meine Muskeln. Aber inzwischen wissen wir sehr gut, dass der Sport insbesondere für eine Hirnregion, die man hier sieht, der Hippocampus heißt und die für die Schizophrenie sehr wichtig ist, richtig wichtig und gut ist. Also je mehr ich mich bewege, umso größer ist diese Region, umso besser funktioniert diese Region auch. Das sind Untersuchungen am ZI, das sind Menschen, die laufen und das sind Mäuse, die rennen. Mäuse machen das von sich aus schon total gerne, die Menschen müssen wir ein bisschen motivieren dazu. Und wir bieten im Rahmen der Esprit-Studie auch unseren Patienten ein Training an Sport zusätzlich zu ihrer Therapie. Und das andere sind tatsächlich diese sozialen Bezüge selber. Ich hatte ja am Anfang, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, erwähnt, dass Patienten mit Schizophrenie ganz häufig Schwierigkeiten haben, in ihren sozialen Interaktionen sich von solchen sozialen Interaktionen auch zurückziehen. Und wir prüfen im Rahmen der Esprit-Studie hier eine Psychotherapie, die spezifisch darauf abzielt, die Fähigkeiten unserer Patienten zu verbessern, soziale Interaktionen aufrechtzuerhalten, Freunde zu haben, mit ihren Arbeitskollegen zurechtzukommen, zu verstehen, was so sozial vorgeht. Das ist also auch eine der spezifischen Schizophrenie-Psychotherapien, die wir hier untersuchen. Was nächstes Jahr bei uns kommt, das will ich Ihnen vielleicht zum Abschluss noch gerade sagen, ist mit Förderung, großzügiger Förderung, muss man sagen, von über 30 Millionen vom Land Baden-Württemberg und vom Bund, ein neues Therapie-Forschungszentrum am ZI, wo wir alle unsere Aktivitäten, die aus der Forschung zu neuen Therapien führen, Stück weit bündeln. Das ist das ZIP, das Zentrum für innovative Psychiatrie und Psychotherapieforschung. Wer jetzt bei uns vorbeigeht oder auch mal versucht, mit dem Fahrrad durch unsere Gelände zu fahren, der weiß, dass heftigst gebaut wird bei uns. Und ein Bestandteil, der gerade eingebaut wird, ist dieses sogenannte ZIP, in dem wir bildgebende Verfahren, wie ich sie Ihnen gerade gezeigt habe, aber auch neue Therapieverfahren, wie beispielsweise virtuelle Realität. Wir können ja jetzt immer besser virtuelle Welten, nicht nur im Computerspiel, sondern jetzt tatsächlich auch therapeutisch unseren Patienten zeigen und auf diese Weise zum Beispiel mit dem Patienten soziale Interaktionen üben, mit Angstpatienten virtuelle Umgebungen üben. Da haben wir ein ganz tolle Flucht von Räumen, in der wir solche virtuellen Umgebungen einbauen können. Dazu kommen dann so Dinge wie Biobanken. Das wird wirklich ein sehr schönes neues Forschungszentrum und wir werden zu gegebener Zeit auch die Mannheimer Bürger dazu einladen, sich das mal mit uns zusammen anzugucken. Zum Schluss, nächstes Jahr, bleibt mein Dank all den Mitarbeitern am ZI, die diese Forschung so treiben, die ich Ihnen hier so gezeigt habe. Das ZI ist von seiner Grundidee her eigentlich nur zu verstehen aus der Verkopplung von Forschung und Krankenversorgung. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel der Schizophrenie, ein paar Beispiele, das ZIP und die Psychoepidemiologie gezeigt, in der wir versuchen, die Forschung voranzubringen. Aber im Rahmen beispielsweise dieses Bauprojekts setzen wir auch die Vollversorgung unserer Mannheimer Bürger um und wir bemühen uns, diese innovativen neuen Therapiekonzepte dann auch in unsere Realversorgung, das, was wir mit unseren täglich kommenden Patienten und Klienten machen, umzusetzen. Damit vielleicht ein paar Informationen für die Schizophrenie. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich denke, nach
dem Film stehe ich Ihnen gerne für Fragen bereit. Jetzt machen wir erstmal weiter im Programm. Dankeschön.